Sylvie Vanderfahrt. Nach dem Eheaus mit ihrem Starkicker Raphael jetzt der nächste Schock für Hollands schönsten Exportartikel. Ihre sogenannte beste Freundin Sabia hat sich den niederländischen Nationalspieler prompt unter den Nagel gerissen. Wie es Sylvie mit diesem Schicksalsschlag geht, weiß Lovecoach Sophia Rosenstern. Ich glaube, dass Sylvie am Boden zerstört ist. Das Vertrauen ist hin. Erst in den Mann, dann in die Freundin. Schließlich war die Freundin die ganze Zeit an ihrer Seite und hat ihr sozusagen vorgespielt, ich bin für dich da, und ja, jetzt ist sie nicht mehr da und hat ihr auch noch den Mann weggenommen. Doppelter Verrat also an der schönen Moderatorin. Zu allem Überfluss behauptet das frisch verliebte Pärchen auch noch, es habe wirklich jetzt gerade erst gefunkt und vorher war da gar nichts. Mir kann niemand erzählen, dass jetzt auf einmal seit 2 Wochen sich die Gefühle entwickeln, obwohl die beiden sich schon über Jahre kennen. Was für ein Liebesdrama. Das Merkwürdigste daran, laut Raphael geht Sylvie angeblich ganz entspannt damit um, dass ihre och so tolle beste Freundin plötzlich den Ex begehrt. Ich glaube nicht, dass Sylvie entspannt ist. Sylvie macht immer gern auf Keep Smiling, ich bin gut drauf. Aber ich glaube, diesmal wird sie auch gar nicht gelingen. Und deswegen wird sie bestimmt auch die Öffentlichkeit meiden. Wir wünschen Sylvie jedenfalls viel Kraft. Rumor has it, he's the one I'm leaving you for. Ich stehe auf Pina Colada. Sissi Fahren schon, Bachelor-Finalistin 2012, steht nicht nur auf Pina Colada, sondern auch auf blonde Jungs. Nachdem es mit Hanseatenhübschi Paul Janke nicht geklappt hat, hat sich die heiratswillige Sissi wie ihre royale Namensvetterin einen Prinzen von Anhalt geangelt. Prinz Ferdinand ist eigentlich Jurist und wie die meisten derer von Anhalt ein Adoptivprinzchen. Na bravo und Glückwunsch, Eure Majestät. Jet-Set-Queen und Party-Princess Katie Price trinkt ja bekanntlich gerne mal einen über den Durst. Wer nun glaubt, die Schnapsdrossel würde wenigstens während ihrer Schwangerschaft mal eine Pause vom Prosecco machen, der irrt gewaltig. Trotz Babybauch zwitschert die gute Katie fröhlich weiter und lässt sich dummerweise auch noch bei ihrem Absturzausflug fotografieren. Peinlich, peinlich, liebe Katie. Und verantwortungslos dazu. Definitiv ein Flop. Ex-GZSZ-Schauspieler Roman Roth hat die Rolle des kleinen Tim Böcking längst hinter sich gelassen und ist erwachsen geworden. Sein neuestes Erwachsenenprojekt dürfte die Herzen so mancher Dame auch direkt höher schlagen lassen. Ab nächster Woche drehe ich eine Webserie und die heißt Mission Houseman. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Und ich spiele dann den perfekten Hausmann, der das wirklich aus Leidenschaft und aus tiefster Überzeugung macht und sagt, ich möchte, dass meine Frau die Möglichkeit hat, sich beruflich zu entfalten. Boah, Roman Roth als emanzipiertes Putzteufelchen in Desperate Houseman. Naja, Männern beim Putzen zugucken findet doch jede Frau irgendwie toll, oder etwa nicht?